Hallo, 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 liebe Freunde. Und willkommen zurück bei Akte X, den unheimlichen Fällen des FBI. Okay, wir reden mal mit ihr. Wir fragen nach der Jane Doe. Wir suchen nach einer verletzten Frau. Können Sie mir Ihren Ausweis zeigen? Ja, natürlich. Woher wussten Sie, dass wir Polizisten sind? Sonst sucht ja wohl kaum jemand nach einer verletzten Frau. Da ist schon was dran. Was wollen Sie überhaupt von ihr? Wir wollen uns überzeugen, dass es ihr gut geht. Aber natürlich. Und wie ist Ihr Name? Das wissen wir nicht. Danke. Nur vorher müssen Sie ein paar Formulare ausfüllen. Mein Büro ist gleich hier den Gang hinunter. Ich kann wirklich nicht glauben, dass ich das tun muss. Nach 5 Jahren beim FBI sollten Sie es besser wissen. Ich will Ihre Dienstmarke und Ihre Waffe haben. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Oh, nee, nicht nochmal der ganze Scheiß hier in Saint Point. Ich mache einen kleinen Schnitt. Okay, also nochmal ins Krankenhaus. Hallo, darf ich fragen, was Sie hier suchen? Wir suchen nach einer verletzten Frau. Können Sie mir Ihren Ausweis zeigen? Ja, natürlich. Woher wussten Sie, dass wir Polizisten sind? Sonst sucht ja wohl kaum jemand nach einer verletzten Frau. Da ist schon was dran. Was wollen Sie überhaupt von ihr? Wir wollen uns überzeugen, dass es ihr gut geht. Aber natürlich. Und wie ist Ihr Name? Dana Scully. Ja, können Sie sich zufällig an den Namen von Ihrem direkten Vorgesetzten erinnern? Ich soll ihn anrufen, aber ich habe dummerweise seine Nummer verlegt. Walter Skinner. Das hier hinter mir ist Ihr Zimmer. Wie geht's Ihrer Wunde? Sie hat begonnen zu heilen. Sie war hauptsächlich oberflächlich. Nur, ich weiß wirklich nicht, wie ich Ihren anderen Zustand erklären soll. Kann sie das Krankenhaus schon verlassen? Nein, das würde ich nicht sagen. Bewegung wäre zwar nicht lebensgefährlich, aber sie würde es nicht sehr angenehm finden. Hat jemand anders Sie besucht? Oh nein, Gott sei Dank, Sie sind die Ersten. Wie ist sie hergekommen? Sie wurde gebracht. Von wem? Das hier ist etwas, was man früher ein Sanatorium nannte, Detective. Wir sind nun mal weder an dieselben Vorschriften gebunden wie ein normales Krankenhaus, noch würden wir sie befolgen. Wir sind nämlich stolz auf unsere Diskretion für die Patienten, damit sie schneller gesund werden. Welchen anderen Zustand? Ich konnte ihn bisher nicht diagnostizieren, also habe ich nur die Symptome behandelt. Lethargie, Unwohlsein, Dehydrierung, extreme Lustlosigkeit und immense Gedächtnislücken. Ich kann nichts zeigen. Okay, dann kann ich nur hier weiter nach hinten gehen. Sind Sie Dana Scully? Wer sind Sie? Der stellvertretende Direktor Skinner hat gesagt, wir sollen Sie suchen. Ich wusste gar nicht, dass ich als verloren galt. Wer sind Sie? Agent Wilmore. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Und woher wissen Sie, dass ich hier bin? Ein Schwarzer. Was für ein Schwarzer? Wir kennen seinen Namen nicht. Das ist ja wohl lächerlich. Wenn Sie mir das nicht sofort erklären, rufe ich um Hilfe. Wer hat Sie hergeschickt? Keine Bewegung. Ich kann wirklich nicht glauben, dass ich das tun muss. Nach 5 Jahren beim FBI sollten Sie es besser wissen. Nochmal? Ich will Ihre Dienstmarke und Ihre Waffe haben. Ein Schwarzer. Ah. Habe ich gespeichert? Nee, oder? Nee, habe ich nicht. Ich bin so ein Hornochse. Ich bin so ein Hornochse. Nochmal der Scheiß. Okay, also nochmal mit Scully reden. Sind Sie Dana Scully? Wer sind Sie? Agent Wilmore. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Und woher wissen Sie, dass ich hier bin? Ein Freund von Ihnen. Wer? Wir kennen seinen Namen nicht.
Das ist ja wohl lächerlich. Wenn Sie mir das nicht sofort erklären, rufe ich um Hilfe. Von dem Mann habe ich auch das hier. Na gut. Er sagte mir, ich darf niemandem davon erzählen. Reden wir. Okay, dann rede ich mal mit ihr. Wie fühlen Sie sich? Irgendwie schwach. Aber ehrlich gesagt fühle ich mich schon viel besser als bei meiner Ankunft hier. Haben Sie eine Ahnung, wo Mulder ist? Ich habe keine Ahnung, aber wir müssen ihn unbedingt finden. Könnten Sie vielleicht die Strahlenkrankheit haben? Das hoffe ich nicht. Aber ich nehme an, die Symptome könnten schon stimmen. Und was hat die Tarakan mit der Sache zu tun? Tja, auf die eine oder andere Art hatte sie was mit dem Schmuggel zu tun. Davon können Sie schon mal ausgehen. Ich denke, dass es auf hoher See einen Unfall mit Plutonium gab. Und Mulder denkt, sie wurden irgendwie von einer EBE getötet. EBE? Extraterrestrische biologische Einheit. Wozu wird das verwendet? Sie sollten das nicht ganz so offen herumzeigen. Ich weiß nicht, wozu das verwendet wird. Vielleicht kann Mulder Ihnen das sagen. Was ist denn im Lagerhaus geschehen? Mulder und ich hatten verdächtige Lieferungen im Zusammenhang mit dem Lagerhaus beobachtet und wir gingen hinein, um es zu untersuchen. Wir wurden dort von ein paar bewaffneten Männern angegriffen. Ich wurde angeschossen. Dann war da ein eigenartiges Licht. Mulder trug mich aus dem Lagerhaus, ich wurde ohnmächtig und dann wachte ich hier wieder auf. Was hat Ihre Autopsie der Mannschaftsmitglieder ergeben? Die gesamte Mannschaft war einer Strahlendosis ausgesetzt, die mit einer großen Nuklearexplosion vereinbar wäre. Es ist klar, dass die nicht passiert ist, aber Mulder sah das als Beweis dafür an, dass ein UFO in der Gegend gelandet wäre. Und dass eine außerirdische Lebensform an Bord des Raumschiffes die Mannschaft der Tarakan verstrahlt hätte. Das klingt ja ganz so, als glaubten Sie nicht an diese Theorie. Es gibt immer eine Erklärung, die plausibler als das ist. Kann ich hier sonst irgendwas zeigen? Das ist alles, was ich Ihnen zu erzählen habe. Was können Sie denn so bieten? Naja, es gab noch mehr Verbrennungsopfer. Ich hoffe, das bedeutet nicht, dass Plutonium transportiert wird. Es ist ein nicht identifizierter Mann beteiligt. Wir trafen ihn an der Brandstelle und danach sind wir auf dem Lagerplatz aneinander geraten. Es besteht eine Verbindung zwischen Lagerplatz und Lagerhaus, und zwar eine Transportfirma in Charno, Gordon's Hauling. Die haben eine Vielzahl von Transporten durchgeführt zwischen diesem Lagerhaus und einer bestimmten Adresse, die wir noch nicht untersuchen konnten. Ich glaube, wir müssen unbedingt die Identität dieses Mannes vom Lagerplatz herausfinden und Sie sollten außerdem diese Adresse an der Landstraße einen Besuch abstatten. Und was werden Sie tun? Tja, zunächst mal melde ich mich beim stellvertretenden Direktor Skinner und dann werde ich hier auschecken. Ich kann Sie beide später in Ihrer Dienststelle treffen, aber ich fürchte, wir müssen uns beeilen. Für Agent Mulder könnte vielleicht die Zeit knapp werden und wenn die Schmuggler ihn wirklich als Geisel festhalten, dann haben sie wenig Anreiz, ihn am Leben zu lassen. Kann ich sonst noch irgendwas mit ihr besprechen? Hat dieser Mann auf Sie geschossen? Nein, ich habe diesen Mann noch nie gesehen. Mhm. Lassen Sie das. Was ist denn mit Ihnen los? Entschuldigung. Habe ich sonst irgendwas, was ich ihr zeigen kann? Nö. Okay. Rangierbahnhof. Wo kann ich jetzt hier sonst noch so hin, Neues? Wir fahren zum Rangierbahnhof. Ihr kleiner Computer hatte wohl recht, ich bin beeindruckt. Ja, ich habe keine Angst vor der Technik. Wonach suchen wir hier nochmal? Nach dem hinteren Seitenblech eines 64er Dodge Dart. Einem Ersatzteil mit der Seriennummer 82434, nicht? Ja, völlig richtig. Aha. Da haben wir eine Menge Arbeit vor uns. Erstmal speichern. Mal wieder. Und dann geht's weiter. Was haben wir hier? Mhm.
Ein riesiges Areal haben wir hier. Oh. Supi. Floppy glücklich. Floppy liebt riesige Areale. Nicht. Okay. Oh, da ist sie. Suchen wir etwa am falschen Ort? Ich weiß nicht. Das ist jedenfalls die Landstraße, daran besteht kein Zweifel. Vielleicht hat dieses 82434 nichts zu bedeuten. Wessen Theorie glauben Sie, Mulders oder Scullys? Scully ist offensichtlich jemand, der sich an die Vorschriften hält. Ich finde es toll, von einem Detective zu hören, der ein kreativer Denker ist. Ich würde mich freuen, Agent Mulder kennenzulernen. Wozu könnten Sie diesen Platz benutzen? Soll das ein Witz sein? Ich bin schockiert vom Ausmaß Ihrer Geschäfte. Der Gedanke an Plutonium, das auf der Schiene durchs ganze Land reist, ist ziemlich beängstigend, finde ich. So besonders sicher ist die Eisenbahn bei uns nicht. Ja. Dieser Platz ist verlassen. Hier gammelt alles seit vielen Jahren vor sich hin. Davon weiß ich bisher noch nichts. Das ist furchtbar mit diesen riesigen Arealen. Oh, ich kann den Mast darauf klettern. Oh, wackelt der. Gefällt mir überhaupt nicht. Okay, ich habe ein Fernglas. Nee, das Nachtsichtgerät. Fernglas. Was bringt mir das? Fernglas. Ah, 82434.
Kann ich hier nichts davon sagen, was ich gefunden habe? Komme ich jetzt dahin? Hier ist das Auto. Da kann ich hoch. Da ist der Wagen. Ah, da ist er. Dieser Waggon hat mal gebrannt. Offensichtlich ist dieses Feuer noch nicht lange her. Was haben wir da? Speichern. Speichern, bevor ich jetzt gleich wieder irgendwie sterbe. Das sieht aus wie ein Operationssaal oder sowas ähnliches. Was haben wir hier? Hey! Hey! Ich hab doch gar nichts getan. Das hat auch niemand gesagt. Wir wollen nur mit Ihnen reden. Wohnen Sie hier? Ich lebe immer da, wo mein Herz wohnt, egal ob nah oder fern. Das war ja aufschlussreich. Ist Ihnen was Ungewöhnliches aufgefallen? Nur Sie beide. Und ein paar Vögel. Ganz schön durchgeknallt. Und was passiert hier sonst so? Tja, wissen Sie, die Pfadfinder scheinen hier manchmal heimlich zu trainieren. Sehen Sie hier manchmal Leute in Uniform herumlaufen? Ja, sogar dauernd. Wirklich? Ja, fragen Sie Jane. Ich werde belagert von schnüffelnden Kröten, die mich um meinen Zuckervorrat bringen wollen. In einem der Güterwagen hat's gebrannt. Wissen Sie was darüber? Ja, ich habe die Kerle gesehen, die ihn angesteckt haben. Wie sahen sie aus? Blutleere Yuppies in billigen Anzügen. Es waren zwei. Sie haben den Wagen gestern Abend hergefahren und in Brand gesteckt. In meinem eigenen Garten. Es ist kaum zu fassen. Ich habe da übrigens ein paar Sachen. Die sind aus dem verbrannten Güterwagen. Was sind das für Sachen?
Welche, die aus dem Güterwagen? Ja, aus dem Güterwagen. Sagen Sie es mir doch. Was für Sachen habe ich wohl? Fotografien. Fotos. Ich sage nicht ja, aber ich sage auch nicht nein. Sie sind schon ziemlich nah dran. Bewegte Bilder. Ja und nein. Videobänder. Ja, Sir, wir haben einen Gewinner, ein Videoband. Herzlichen Glückwunsch, das war lustig und hat mir Spaß gemacht. Danke. 10 Mäuse. Mit Ihnen mache ich gern Geschäfte. Danke. Dann sollten wir noch mal zurück ins Apartment, oder? Und sie folgt mir nicht? Kann ich nicht damit abspielen? Wo dann? Habe ich in der Außenstelle irgendwie einen Videorekorder gehabt? Legen Sie es ein. Ah ja, habe ich. Dann Videokassette in Videorekorder. Was gibt's? Mark Cook, Marista Dorian. Marista Dorian, Mark Cook. Freut mich, Sie kennenzulernen. Okay, irgendjemand scheint da irgendetwas zu schneiden. Und was können die medizinischen Experimente mit russischen Schmugglern zu tun haben? Wenn dieser Kerl Chirurg ist, was hat er dann bei Gordons Hauling zu suchen? Und was war das für ein Experiment, das da durchgeführt wurde? Ich weiß es nicht. Was es auch war, der Patient sah nicht wie ein Mensch aus. Ist es möglich, diesen Arzt da zu identifizieren? Ja, dazu ist es nur nötig, ein Bild aus dem Video zu nehmen und es mit den Datenbanken zu vergleichen. Also machbar ist das. Okay, dann machen wir das. Okay. Foto. FBI. Regierung. Colonel Rauch, Jonathan. 9.12.50. 1,83 Meter. Außenstellenaufzeichnung. Chirurg beim Militär. Ausbildung Absolvent der Universität von Rochester. Ehestand geschieden. Anmerkung. Die nationale Sicherheit hat eine Zensur auf einige Informationen bezüglich des Betroffenen angeordnet, um alle relevanten Informationen vor Anfragen zu schützen, es sei denn, der Empfänger besitzt die entsprechenden Genehmigungen. D4 oder höher. März 1995. Oberster Rauch erhält Auszeichnung und Auftrag im Eisenhower Field, Alaska. Seine Aufgaben, okay, das wurde gelöscht. Februar 88, Oberst Rauch wird als Oberarzt in die medizinische Einrichtung nach Perkey, West Virginia versetzt, befördert. Sein Aufgabengebiet umfasst auch wieder gelöscht und auch wieder gelöscht. März 82, sein Einsatz in Mittelamerika, Guyana, folgend war Major Rauch gelöscht, in der Zeit von gelöscht bis zur Einrichtung von gelöscht, befördert zum Major, blablabla, gelöscht, zugeteilt, versetzt nach Karachi, Pakistan als Aufseher des Personal Trainings. In Verbindung mit der Operation Schwarzer Schleier, geheim aktiv. Geheimhaltung der Arbeitsweisen und Entwicklung zwischen 1975 bis 1982 auf Anordnung des NSA. Februar 75. Betroffener trat dem US-Militärdienst bei, medizinischer Korps der Navy.
Division des US Marine Corps, übertragene Aufgaben gelöscht. 72, Beendigung des Studiums an der Universität von Rochester. Betroffener war als Praktikant am Medizinischen Institut in Rochester tätig. Okay. Bingo, okay, was haben wir hier? Dr. Jonathan Rausch. Das ist der Mann. Donnerwetter. Militär, hm? Ja, sieht so aus. Was ist das? Jemand versucht, eine Videokonferenz anzuberufen. Ach, was soll's. Ich habe noch nie versucht, das Ding richtig zu benutzen. Verbinden. Agent Wilmore? Ja? Oh, wir sind offenbar richtig. Ah, ich mag sie. Ich lieb die Lone Gunman. Woher kennen Sie diese Adresse? Wir haben angenommen, dass Sie in Ihrem Computer die FBI-Standardsoftware haben. Darin ist auch die Option für Duplex-Videokonferenzen enthalten, obwohl sie kaum jemals benutzt wird. Also haben wir einfach im Internetprotokoll nachgesehen, wo jede Adresse eines videokonferenzfähigen PC-Benutzers verzeichnet ist. Ziemlich einfacher Vorgang. Wollen Sie Cindy Crawfords Nummer? Nein, ich verzichte, danke. Wirklich? Sie hat Ihren Computer im Schlafzimmer. Wer sind Sie? Freunde von Agent Scully. Manche von uns sogar mehr als nur Sie Freunde. Sie hat uns gebeten, Sie zu kontakten. Und was wollen Sie? Agent Scully trat an uns mit Informationen über Ihren aktuellen Fall heran. Von dem ausgehend, was wir von Dana wissen, glauben wir, dass in dieser Sache eine streng geheime Einrichtung in Alaska involviert ist. Okay, und worum geht's bei dieser geheimen Einrichtung? Sie wird wohl von der Regierung als Knotenpunkt für ihre Güterwagenarbeit an der Westküste benutzt. Wenn das stimmen sollte, befindet sich Mulder in großer Gefahr. Diese Einrichtung gibt es schon seit den frühen 60er Jahren. Wir glauben, sie haben Alaska gewählt, weil sie dann das Nordlicht benutzen können, um die anfliegenden UFOs zu verbergen. Wir glauben auch, dass ein außerirdisches Schiff, das aus dem Pazifik geborgen wurde, dort gelagert wird. Ah ja. Was ist Güterwagenarbeit? Oh, die verdanken wir unserem ausgeprägten Friedenswillen. Die Regierung besitzt ein weitverzweigtes Netzwerk von Güterwagen, die sie als mobile Operationsseele nutzen kann, als Autopsieräume und als Quarantäneeinrichtung. Diese Güterwagen erfüllen einen doppelten Zweck. Die Regierung kann mit ihrer Hilfe schnell verstreute EBEs quer durchs Land transportieren und sie dienen als mobile Operationsbasen für eine Serie von genetischen Experimenten. Was für genetische Experimente denn? Die Fremdbefruchtung der menschlichen Rasse. Die Vermischung von menschlicher DNS mit genetischem Material von EBEs. Na toll, das glaube ich ja einfach nicht. Auf einmal bin ich eine Weltraumpolizistin. Wo ist Mulder? Das wissen wir nicht, aber wie wir Mulder kennen, wird er sicher versuchen, diese Einrichtung zu finden. Scully erwähnte einen nicht identifizierten Mann, der Ihnen Sorgen bereitet hat. War es Ihnen möglich herauszufinden, wer es ist? Ja, Dr. Jonathan Rausch, ein Navy-Chirurg. Wissen Sie, wo er stationiert ist? Eisenhower Field in Alaska. Oh ja, das ist der Kerl. Diente er nicht vorher eine Zeit lang in Perky, West Virginia? Ja. Das sieht übel aus. Hören Sie mal, Sie müssen da unbedingt hin. Mulder wird vielleicht nicht mehr viel Zeit bleiben. Gehen Sie zuerst zu Rouse Haus und dann zu diesem Stützpunkt. Und wie finde ich den Stützpunkt? Scully sagte, Sie hätten einen PDA? Ja. Gut, dann e-maile ich Ihnen die GPS-Koordinaten des Stützpunkts. Da kommt ein Fax. Ein kanadischer Grenzbeamter wurde heute früh mit schweren, unerklärbaren Verbrennungen tot aufgefunden. Und Mulders Mietwagen ist dabei gesehen worden, als er die Grenze nach Alaska überquert hat. Das glaube ich irgendwie alles nicht. Tja, das ist es dann wohl. Es besteht kein Zweifel, dass Sie da so schnell wie möglich hin müssen. Ich habe Ihnen gerade die GPS-Daten geschickt. Okay, wenn Sie wollen, dass Mulder überlebt, müssen wir uns beeilen. Ich schlage vor, dass Sie ein Flugzeug chartern, weil die Linienflüge wahrscheinlich ausgebucht sind. Ich behalte hier alles unter Kontrolle. Ich werde die Außenstelle in Juno anrufen und Ihnen Unterstützung verschaffen. Könnten Sie ein Charterflugzeug für ihn besorgen? Natürlich kann ich das. Okay, gehen wir. Wollen Sie am Fenster oder am Gang sitzen? Vielleicht sollten Sie mich ja begleiten. Das glaube ich weniger. Wieso nicht? Das ist doch Ihr Fall. Ja, nur liegt Alaska ein klein wenig außerhalb meiner Zuständigkeit. Ich muss hier richtige Polizeiarbeit machen. Passen Sie auf sich auf. Das werde ich. Okay, dann heißt es jetzt warm anziehen, denn es geht nach Dann heißt es jetzt warm anziehen, denn es geht nach Alaska in der nächsten Folge von Akte X. Einschalten und wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da oder ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt.
Tschüss.